Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Banken unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen, dessen Einhaltung wird einerseits durch interne Maßnahmen und Funktionen, beispielsweise die interne Revision, und andererseits durch externe Prüfungen, beispielsweise Aufsichtsgespräche oder Meldungen, sichergestellt. Neben diesen fortlaufenden bzw. regelmäßigen Überwachungsmechanismen gibt es auch sogenannte Sonderprüfungen der Aufsicht. Häufig besser bekannt als 44er-Prüfung in Anlehnung an den Paragraphen 44 Absatz 1 des KWG, nachdem die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation einer Bank von der BaFin geprüft werden kann. Wie läuft eine Sonderprüfung einer Regionalbank typischerweise ab? Was sind dabei Herausforderungen für Banken und welche Prüfungsschwerpunkte setzt die Aufsicht? Diese Fragen möchten wir heute diskutieren. Mein Name ist Jamla Detat, ich bin Berater bei ZDB und freue mich auf das Gespräch mit meinen Gästen Ulf Morgenstern und Florian Wesemann, beide Regulatorikexperten für Regionalbanken bei ZDB. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, danke schön, schön, dass wir da hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung, freut mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Ja, bevor wir gleich tiefer in das Thema einsteigen, könnt ihr uns eingangs einmal einen groben Überblick zu Sonderprüfungen geben. Was versteht man darunter? Wie häufig werden Sonderprüfungen typischerweise angesetzt? Und wer führt diese durch? Genau, gerne. Würde ich ja mal anfangen. Ja, also Sonderprüfungen, so wie du es ja schon eingangs sagtest, basieren auf dem Kreditwesengesetz KWG. Damit hat sozusagen die Aufsicht, die Bankenaufsicht, Bundesbank BaFin, die Handhabung, solche Sonderprüfungen anzusetzen. Und auch ganz schön, es steht auch drin, dass die Banken das erdulden müssen. Also es ist ein hoheitlicher Akt, den die BaFin dort vornimmt. Man staunt, es ist also relativ viel, nämlich 115 Prüfungen, die allein letztes Jahr durchgeführt worden sind. Davon 82, die von dir auch genannte Rahmen, 44er, die Ordnungsmäßigkeit auch der Geschäftsprozesse, also auch bekannt als MRISC-Prüfung. Wir kommen aber gleich zu den Schwerpunkten, die dort hinterlegt sind. Und von diesen 82 immerhin 62 dann, also 75% in Regionalbanken. Damit also schon eine relativ große Anzahl, die dann halt jedes Jahr auch betroffen sind. Das schwankt immer so ein bisschen, aber so zwischen 60 und 70 ist eine übliche Zahl. Es gibt verschiedenste Arten von Sonderprüfungen. Es gibt Spezialprüfungen zur Geldwäsche, auch zu anderen Themenstellungen. Die häufigste aber ist, dass man sich die Ordnungsmäßigkeit anschaut, einmal im Kreditgeschäft, in Teilen auch das Handelsgeschäft. Das hängt ein bisschen vom Geschäftsmodell der Häuser an, aber auch vor allen Dingen halt vom Risikomanagement und der Gesamtbanksteuerung. Also dort die Frage auch, wie dann halt dann die ganzen Systeme zusammenspielen, Risikotragfähigkeit ausgestaltet ist, Limitsystem ist, wie schnell man Risiken dann dort auch entdeckt und entsprechend auch dann auch bewerten kann. Ergänzt werden diese Prüfungen jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen auch nochmal um den Bereich IT. Es gibt ja dort auch die BAIT, wo man dann mal sehr speziell und dezidiert auf den Bereich dann der IT dann schaut, dass dort auch entsprechend die Vorgaben, die sind ja auch dann dort wieder halt sehr ja grob beschrieben, qualitativ beschrieben, dass sie entsprechend auch im Sinne dann der Bankenaufsicht umgesetzt sind. Vielleicht noch zur Herausforderung für die Institute. Ich sprach es ja an, wenn man es jetzt mal auf die Regionalbanken nimmt, letztes Jahr 62. Man kann sagen, so im Schnitt hat eine normale Regionalbank so alle 8 bis 12 Jahre oder alle 10 bis 12 Jahre, je nachdem auch wie gut die auch das Haus aufgestellt ist, eine Sonderprüfung. Also gehen wir mal von 10 oder von 11 Jahren aus. Also ein eher seltenes Ereignis in den Instituten. Das heißt also, wir haben dort drei große Herausforderungen, denen sich auch die Häuser gegenüberstehen. Einmal natürlich, es fehlen Erfahrungswerte. Also man hat ja oftmals schon Schwierigkeiten, auch bei Dingen, die man einmal pro Jahr machen muss, sich daran zu erinnern, was war denn noch vor einem Jahr gewesen. Hier sind es also 10, 11 Jahre. Das heißt also, viele auch Führungskräfte, auch Vorstände, waren bei der letzten Prüfung noch gar nicht vor Ort gewesen, hatten diese Funktion noch gar nicht. Also das ist mal die erste Herausforderung. Die zweite ist, wir sprachen es ja an, es geht also auch ganz stark um die Ordnungsmäßigkeit auch der Geschäftsführung. Die ist ja beschrieben in den MRISC. Ja, die entwickeln sich immer weiter. Zuletzt ja jetzt auch die 7. Novelle. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass so ja 2 bis 3 Novellen seit der letzten Prüfung dann auch gegriffen haben. Also auch dann die Anforderungen an die Institute viel umfangreicher geworden sind, als es noch halt vor 10 Jahren auch der Fall gewesen ist. Und der letzte Punkt, das darf man wirklich nicht unterschätzen, auch die Prüfung selber, die Qualität, wie geprüft wird, ist ganz stark angestiegen. Und wir haben es schon ganz oft gehört, dass es hieß, naja, also
Dinge, die vor den 10-12 Jahren noch akzeptiert worden sind, führen heute zu Feststellungen, weil man schärfer prüft, weil man genauer prüft, weil man auch andere Anforderungen einfach ansetzt, wie es schön heißt, auch die Latte einfach auch jedes Jahr etwas höher gehängt wird. Und das sind so drei natürlich Herausforderungen, die ich habe, Erfahrungswerte, Neuerungen und stärke Prüfung, die natürlich so ein Haus dann erstmal halt dann auch heben muss. Okay, jetzt hast du schon gesagt, wie genau geprüft wird. Jetzt würde ich mal interessieren, wie darf ich mir denn so eine Sonderprüfung vorstellen? Also wie ist denn der typische Ablauf? Ja, irgendwann kommt dann morgens beim Vorstand ein Schreiben der BaFin rein, auf das sich jeder immer freut. Wir haben eine Prüfung angeordnet. Also das erste Schreiben kommt dann immer von der BaFin. Die beauftragt ganz häufig die Bundesbank. Sie können aber auch WPs, also Wirtschaftsprüfer, damit auch beauftragen. Und bisher war es gewesen, dass dann auch vor allen Dingen auch die Bundesbank beauftragt worden ist. Zukünftig, da kommen wir nachher nochmal dazu, sollen auch verstärkt nochmal dann auch WPs damit eingebunden werden. Nach diesem ersten Schreiben kommt in der Regel eine Woche später auch das Schreiben auch der Bundesbank. Wir wurden beauftragt. Und in diesem Schreiben wird dann einmal mitgeteilt, wer ist der Prüfungsleiter, wer ist das Prüfungsteam, was sind eigentlich die Prüfungsinhalte, Prüfungsdauer und auch der Prüfungsbeginn wird dann dort auch mitgeteilt. Dann ist es so, dass dann sozusagen die Vorphase beginnt, Phase 1, die Vorbereitungsphase. Mit diesem Schreiben der Bundesbank kommt eine ja sehr lange Liste an Unterlagenanforderungen der Aufsicht, also die 6 Seiten lang, also nicht zu unterschätzen. Und die muss dann halt in der Regel so 3 bis 4 Wochen vor Prüfungsbeginn eingereicht werden. Also mit dem Schreiben quasi beginnt die Vorbereitung, nämlich das Zusammenstellen der ganzen Unterlagen, nochmal zu sichten, zu ordnen und das Ganze halt dann, wie gesagt, 3-4 Wochen vor dem eigentlichen Beginn auch dann einzureichen, sodass dann auch die Bundesbank, und das ist erfahrungswert, wirklich alles, was eingereicht worden ist, bis zum Prüfungsbeginn auch gelesen hat. Nicht jeder alles, auch die sind aufgeteilt in Spezialistenteams, aber das, was eingereicht wird, wird auch gelesen. Und es ist natürlich so die erste Visitenkarte, die man abgibt als Haus, nicht? Also ist es geordnet, ist es also auch entsprechend gut vorbereitet. Damit kann man schon mal so den ersten Eindruck halt vermitteln. Die Bank selber sollte dann in diesen verbleibenden 3-4 Wochen, wenn die Unterlagen weg sind, sich selber vorbereiten auf die Gespräche, die anstehen, auch dann Prüfer vor Ort, Räume entsprechend auch dann herrichten, Prüfungsorganisationen aufsetzen. Erfahrungsgemäß geht diese Vorbereitungsphase halt sehr, sehr schnell um, weil aber dann auch viel zu machen ist. Prüfungsdurchführung beginnt dann immer mit einem Kickoff, also eine Eingangspräsentation, wo nochmal der Vorstand das Haus vorstellt. Das ist mit Jahren auch gewechselt. Das war immer mal so ein Angebot. Das war immer mal so, manche machen es, manche machen es nicht. Heute wird sozusagen von der Aufsicht angeregt oder eingefordert, wie man immer es auch jetzt ausdrücken möchte. Das ist so eine gute Stunde, anderthalb, wo man dann einfach mal so quer das Haus vorstellt. Eigentlich nichts Neues mehr, auch dann der Aufsicht mitgibt, aber noch einmal sozusagen auch Wertschätzung nach außen gibt, auch der Vorstand sich Zeit nimmt, um halt die Prüfer zu begrüßen und das Haus vorzustellen. Ja, und dann steigt dann die Prüfungsdurchführung ein und das Mittel, was man dort einsetzt, ist das Interview. Das heißt, es werden diverseste Gespräche geführt, meist auf oberster Ebene auch beginnend und dann halt immer tiefer gehend, sodass zu einzelnen Themen auch 3, 4, 5 Gespräche stattfinden können, die halt immer tiefer nochmal dann einsteigen, also bis hin, wie es so schön heißt, bis auf die Grasnarbe wirklich dann auch abtauchen können. Das ist das eine. Und das andere ist dann, dass dann im Rahmen dieser Gespräche oftmals ja Fragen oder Themen aufkommen, zu denen noch keine Unterlagen vorliegen. Das heißt also, es wird also nochmal quasi der gleiche Schwung an Unterlagen dann im Rahmen der Prüfung angefordert. Das können Auswertungen sein, das können nochmal Unterlagen sein, die in den Gesprächen erwähnt worden sind. Ach, die hätten wir auch gerne. Sodass also auch das Haus nicht nur die Gespräche führen muss, sondern auch noch dafür sorgen muss, dass möglichst schnell diese Unterlagen auch bereitgestellt werden. Am Ende dann gibt es noch die Nachphase, wenn die Prüfung auch vorbei ist, gibt es noch das sogenannte Sachstandserörterungsgespräch. Dort stellt dann halt der Prüfer dar, was sind dann die Feststellungen, die man auch dann vorgefunden hat. Noch so die letzte Chance, nochmal etwas klarzustellen, aber fairerweise das, was dort auch dann aufgezeigt wird, ist eigentlich dann auch schon aus beider Seiten Sicht aus den Gesprächen auch dann valide. Es werden nicht die Feststellungsschweren von der Bundesbank dann dort vorgestellt, weil diese Aufgabe obliegt der BaFin hinterher, die dann auch den Bericht erstellt und auch dann diese berühmte Einstufung macht, F1, eine sehr leichte auch in Feststellung, bis hin zu einem F4, der schwersten, wo dann wirklich ein ja, wirklich sehr schwerwiegender Mangel aufgedeckt worden ist. Diese Nachphase würde dann direkt dann dort beginnen,
hat dann den großen Meilenstein, wenn dann der Bericht kommt. Für diese Berichtszustellung, also Erarbeitung und Zustellung, gibt es keinen festen Rhythmus. Das kann also sehr schnell gehen, 6 bis 8 Wochen, kann aber auch sehr lange dauern, also auch bis zu 16, 20 Wochen haben wir schon gesehen. Ist sehr unterschiedlich, hängt natürlich mit Verfügbarkeiten ab, hängt aber auch natürlich in Teilen ab mit auch der Komplexität der Feststellung, deren Einwertung, denn dahinter liegt ja auch einiges. Und dann Nachphase, natürlich dann die Abarbeitung der Feststellung, man hat in der Regel dazu ein Jahr Zeit, sodass man dann auch einen Plan aufstellen muss, auch dann entsprechend dann auch der Aufsicht nachweisen muss, wie will ich dann mit diesen Feststellungen dann halt im Zeitablauf umgehen, wann sind sie entsprechend auch behoben. Dann gibt es noch 3 Möglichkeiten, wie die Aufsicht reagiert. Das eine ist, sie akzeptiert dann entsprechend einfach die Hinweise, ist abgestellt worden. Sie kann dann in einem zweiten Schritt aber auch dann diese Unterlagen noch einmal sichten wollen, also angepasste Arbeitsanweisungen, angepasste Reportings. Naja, und bis hin, gerade auch bei vielen und bei schweren Feststellungen, kann auch eine Nachschauprüfung nochmal angesetzt werden. Also, dass man dann sagt, naja, es waren so viele und so schwerwiegende Mängel dort gewesen. Wir haben verstanden, es soll jetzt abgestellt worden sein. Das wollen wir uns aber noch einmal ansehen. Mal dann direkt die nächste 44er Prüfung, die sich dann in der Regel nur mit den Feststellungen beschäftigt, die da auch getroffen worden sind. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass auch im Rahmen einer Nachschauprüfung nochmal wieder andere Dinge auch gefunden werden. Aber eigentlich soll man sich dann auf das dann auch fokussieren, was auch Gegenstand der ersten Prüfungsphase war. Also das sind die drei Phasen, die wir haben. Also diese Vorbereitungsphase, wo die Unterlagen zusammengestellt werden, die eigentliche Prüfungsdurchführung, die interviewbasiert ist, wo auch weitere Auswertungsunterlagen noch verlangt werden und dann halt die Abarbeitung in der Nachphase, wo man dann die festgestellten Mängel ausräumen muss. Ja, ist ja doch eine recht umfangreiche Aufgabe, die sich da auch über einen recht langen Zeitraum jetzt erstrecken kann. Es gibt jetzt einen neuen risikoorientierten Prüfungsansatz der Bankenaufsicht. Das hatte ich schon aus dem Vorgespräch mit euch erfahren. Vielleicht mal in deine Richtung, Florian. Was ist darunter zu verstehen? Genau, sehr gerne. Also Ulf hat ja schon berichtet, dass in der Regel so alle 8 bis 10 Jahre so eine Sonderprüfung ansteht und dass das so ein normaler Rhythmus ist, an dem man sich gut orientieren kann. Da wird es jetzt aber zu starken Änderungen kommen, denn die deutsche Aufsicht hat im Sommer ein Risikotoleranzrahmenwerk vorgestellt. Das bedeutet, dass sie jetzt viel risikoorientierter prüfen möchte. Dazu wird sie alle Institute, die der deutschen Aufsicht unterliegen, in 4 Kategorien einteilen. Kategorie 1 und 2 sind die Institute, die eher eine höhere Risikotoleranz haben, also geringe Aufsichtsintensität benötigen, deren Geschäftsmodell nicht so risikostark ist oder auch nicht so komplex ist. Dann gibt es aber auch die Kategorien 3 und 4, da sind die etwas bedeutenderen Institute drin, die komplexere Geschäftsmodelle haben, höhere Risiken mit sich bringen, die halt stärker beaufsichtigt werden sollen. Und das geht damit einher, dass die Aufsicht halt die Ressourcen risikoorientiert steuern möchte und halt weniger Ressourcen für geringere Risiken aufwenden möchte, aber mehr Ressourcen haben möchte für Häuser, die halt höhere Risiken mit sich bringen. Und dadurch wird es auch verstärkt gerade zu Analysen, zu Benchmarking-Ansätzen kommen, dass man halt nicht mehr sagt, man wird jetzt alle 8 bis 10 Jahre geprüft, sondern in Abhängigkeit von dieser Risikoeinstufung wird sich dieser Rhythmus verändern. Und die Häuser, die in der Kategorie 3 und 4 sind, werden stärker auch in der laufenden Aufsicht von der Aufsicht betreut, aber kriegen dann auch häufiger Sonderprüfungen angeordnet. Und die Häuser, die halt eher ein geringeres Risiko mitbringen, kriegen auch weniger Aufsichtsbesuche und werden weniger stark betreut oder geprüft. Diesen Ansatz konnte man auch schon 2023 sehen. Da gab es auch schon einen risikoorientierten Ansatz der Aufsicht oder eine Planung. Man hat gesehen, dass Häuser geprüft worden sind, die Probleme hatten mit den Zinsänderungsrisiken in 2022, mit dem Anstieg der starken Zinsen, dass dort halt in den Häusern vermehrt Sonderprüfungen stattgefunden haben. Und so Vorgehen erwarten wir jetzt in den nächsten Jahren auch von der Aufsicht. Was noch neu dazugekommen ist und auch aus diesem Risikotoleranzrahmenwerk kommt, ist, dass die Aufsicht jetzt abweicht von dem Regionalprinzip. Also vorher war es so, dass die Bundesbank Niederlassungen von den einzelnen Bundesländern halt auch vor Ort die Prüfung von den Instituten vorgenommen hat. In Zukunft wird es aber Kompetenzzentren geben. So circa 12 werden das werden, die bestimmte Themen abdecken sollen. Und Ziel ist es halt durch die Zunahme neuer und spezialisierter Geschäftsmodelle der Institute, dass die Aufsicht darauf halt reagieren möchte, die Ressourcen bündeln möchte und dadurch halt auch Effizienz- und Effektivgewinne
haben möchte, dass die sich dann auch in diesen Geschäftsmodellen genauer auskennt und die besser dann auch betreuen, prüfen und auch verstehen kann. Zum Beispiel wird es für Bausparkassen, Autobanken oder auch Leasing- und Factoring-Gesellschaften spezielle Kompetenzzentren geben, aber auch zum Beispiel für bestimmte Geschäftsmodelle wie Kryptowährung wird es auch ein eigenes Kompetenzzentrum geben. Und dann sitzen zum Beispiel das Kompetenzzentrum für Bausparkassen sitzt in Baden-Württemberg. Und wenn jetzt eine Bausparkasse aus Norddeutschland geprüft wird, dann kommen jetzt halt nicht mehr die norddeutschen Bundesbankprüfer, sondern die Experten halt aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg und gucken sich dann speziell die Bausparkassen an und haben dann auch ein besseres Benchmark-Wissen. Also können dann eine Bausparkasse aus Norddeutschland besser auch mit Bausparkassen aus Süddeutschland vergleichen und haben besseres Verständnis für das Geschäftsmodell und können dann in der Prüfung stärker einsteigen und das besser nachvollziehen. Das ist auch eine große Änderung, wo die Aufsicht jetzt von gelebter Praxis, so wie es die letzten Jahre war, abweicht. Was wir auch mitbekommen haben, ist, dass ein Großteil der Prüfung für die Jahre 24 und 25 ausgeschrieben worden sind. Ulf hat ja eingangs erläutert, es gibt so um die 150 Sonderprüfungen der deutschen Aufsicht im Jahr. Circa die Hälfte davon wird in Zukunft nicht mehr durch die Bundesbank erfolgen, also die BaFin-Beaufsicht, die Bundesbank prüft. So war die Regel. Es gab immer mal wieder Ausschreibungen an WP-Gesellschaften. In Zukunft werden die Hälfte von den Prüfungen halt komplett an WP-Gesellschaften ausgeschrieben. Und das sind zwei große Ausschreibungen gewesen. Die eine Ausschreibung war, da ging es um MRIS-Prüfung, also gerade insgesamt, wie läuft die Gesamtbanksteuerung ab, wie ist das Risikomanagement, wie sind die Kreditprozesse, die Themen werden geprüft. Die zweite große Ausschreibung waren Werthaltigkeitsprüfungen, also da geht es dann stark darum, wie werden die Kredite bewertet, wie ist die Kreditbewertung, aber auch die Kreditprozesse werden auch analysiert. Es geht viel um die Sicherheiten, die bei den Krediten hinterlegt werden. Sind die richtig beurteilt? Wie ist die Kapitaldienstfähigkeit der Kunden? Also das sind die Punkte, die dann bei der Werthaltigkeit stark geprüft werden in Zukunft von der Aufsicht. Was uns aufgefallen ist bei den Ausschreibungen, dass das Thema BIT, also die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT-Prozesse, die wurden ganz klar ausgegrenzt, die wurden nicht ausgeschrieben. Also der Schwerpunkt bei den IT-Prüfungen wird weiterhin bei der Bundesbank liegen. Da wird es auch spezielle Kompetenzzentren zu geben. Und das Thema wird sie selber in Zukunft verstärkt auch verfolgen und nicht outsourcen an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Interessant ist auch, in dem Jahr gab es auch eine Neuerung, die pilotiert worden ist und dann schon an mehreren Instituten, gerade auch im süddeutschen Raum, ausprobiert worden ist. Also Bayern, Baden-Württemberg waren so die Bundesländer. Das nennt sich der Aufsichtsbesuch. Das ist keine richtige Sonderprüfung oder jedenfalls nicht von dem Umfang, sondern das ist eher eine kürzere, schnellere Prüfung, wo so 4 bis 5 Bundesbankprüfer für 2 bis 3 Tage für ein ganz spezielles, abgegrenztes Thema vor Ort sind. Sich gar nicht das ganze Risikomanagement angucken, zum Beispiel nur die Überwachung und Steuerung der Marktpreisrisiken, vielleicht zum Beispiel auch sehr konkret nur Zinsänderungsrisiken. Und gucken sich dann halt ganz klar da die Prozesse, die Abläufe, die Dokumente an, sprechen mit den Institutsvertretern, die für die Risikoarten zum Beispiel zuständig sind oder für das Thema. Und werden am Ende zur internen Dokumentation ein Ergebnisvermerk schreiben. Der wird auch gar keine Feststellung und Ähnliches beinhalten, sondern einfach, da wird dann nur festgehalten, was haben die Prüfer aufgenommen, was haben sie festgestellt, wie werten sie das groß ein, aber ohne Feststellung. Und können dann halt aus diesem Aufsichtsbesuch aber Folgetätigkeiten ableiten. Die Reaktion der Aufsicht kann dann unterschiedlich halt ausfallen bei so einem Aufsichtsbesuch. Sie hat einmal die Möglichkeit zu sagen, sie hat nichts Besonderes festgestellt, sie ist zufrieden mit den Prozessen, mit den Abläufen, diese sind angemessen, risikoorientiert, sie erfüllen die Anforderungen an die Mindestanforderungen des Risikomanagements. Und man sagt dann, ja, nee, das Ergebnis ist okay, man schreibt den Ergebnisvermerk, hält fest, keine weiteren Tätigkeiten nötig. Eine mögliche Sonderprüfung, die jetzt angestanden hätte, wird dann erstmal wieder verschoben, sagt, nee, wir haben uns einen schnellen Überblick gewonnen. Wir brauchen die Sonderprüfung zeitnah nicht. Es kann aber auch sein, dass die Aufsicht halt feststellt, dass da was im Argen ist, dass die Prozesse nicht sauber laufen, dass sie die Vermutung hat, dass es nicht nur bei dem einen Punkt ist, wo sie jetzt gezielt reingeguckt hat, wo sie einen Schwerpunkt gesetzt hat, sondern dass vielleicht die anderen Prozesse auch nicht ordnungsgemäß sind, dass sie dann halt sagt, nee, da muss eine Sonderprüfung stattfinden und hält das in diesem Ergebnisvermerk fest und dann würde die BaFin halt so eine Sonderprüfung anordnen. Oder eine weitere Reaktion wäre auch, dass man was festgestellt hat, dass was nicht ordnungsgemäß läuft, dass man genauer hinsehen muss, aber es noch nicht so schlimm einstuft, dass sofort eine Sonderprüfung angesetzt wird, sondern dass man dann sagt, in der Jahresabschlussprüfung soll der
Wirtschaftsprüfer konkret auf einen bestimmten Schwerpunkt hingucken. Also die Aufsicht hat gemäß § 30 KWG die Möglichkeit, dem Jahresabschlussprüfer bestimmte Prüfungsschwerpunkte vorzuschreiben. Da muss dieser darauf reagieren, muss die gezielt prüfen und auch in seiner Berichterstattung dann gesondert darauf eingehen und halt schauen, ob er da halt Feststellungen trifft oder nicht oder ob die Abläufe ordnungsgemäß sind. Das wäre auch eine Reaktion, die halt aus diesem Aufsichtsbesuch dann dazu führen könnte, dass halt der Jahresabschlussprüfer da enger eingebunden wird oder speziell auf ein Thema angesetzt wird. Gerade bei kleinen Instituten kann dann halt eine Intervallprüfung durch den Aufsichtsbesuch wegfallen und das ist halt auch dieses Ressourcenmanagement und dieser risikoorientierte Prüfungsansatz, den die Aufsicht halt jetzt mit diesem neuen Risikotoleranzrahmenwerk halt erreichen möchte, dass Institute, die halt risikoarm sind und eine gute Geschäftsführung haben und ordnungsgemäß arbeiten, dass die halt nicht gezwungenermaßen alle Jahre immer wieder durch so eine Sonderprüfung durchlaufen müssen und halt auch viele Bundesbankprüfer dadurch dann auch bündeln. Also unsere Vermutung ist auch durch die ausgeschriebenen Prüfungen, durch den Aufsichtsbesuch, dass die Bundesbank sich halt ganz, ganz stark auf die Institute in den Risikokategorien 3 und 4 konzentrieren, fokussieren möchte und gerade die Institute, die in Kategorie 1 und 2 sind, dass die dann eher durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Sonderprüfung geprüft werden, dass das dann eher die ausgeschriebenen Standardprüfungen im Bereich Risikomanagement und Kreditgeschäft sind oder halt auch gerade durch so einen Aufsichtsbesuch dann Intervallprüfungen halt vielleicht obsolet werden, wenn die Aufsicht dann feststellt, nee, es läuft doch einigermaßen gut, wir brauchen jetzt nicht nochmal gesondert eine Prüfung machen. Das sind so ein bisschen die Auswirkungen, die wir da so vermuten jetzt durch diesen neuen Ansatz. Okay, jetzt mit Blick auf das nächste Jahr würde mich mal interessieren, bei welchen Themen seht ihr denn zukünftige Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht jetzt im Kontext der Sonderprüfungen? Ganz spannende Frage und das werden wir auch häufig von Kunden gefragt, wo sehen wir gerade so die Schwerpunkte, was kommt in den nächsten Jahren auf, wo wird die Aufsicht genauer hingucken? Fangen wir vielleicht mal mit dem Bereich Risikomanagement an. Da hat man jetzt gerade im Jahr 22 und 23 gesehen, dass sich die Aufsicht zurückgehalten hat, was Prüfungen der Risikotragfähigkeit angeht. Wenn sie im Bereich Risikomanagement geprüft hat, hat sie sich eher auf aktuelle Entwicklungen konzentriert, ist stark auf die Zinsänderungsrisiken durch den Zinsanstieg in 2022 eingegangen, hat da speziell dann die Abläufe im Risikomanagement sich angeschaut, wie wird das Risiko gemessen, wie wird das gesteuert, wie ist da die Berichterstattung. Ist aber gar nicht so stark auf die Risikotragfähigkeit eingegangen, weil es gab ja 2018 einen neuen ICAP-Leitfaden, die zwei neue Perspektiven im Bereich Risikomanagement eingeführt haben, die ökonomische und die normative Perspektive. Und die Aufsicht hat ganz klar gesagt, bis Ende 2023 müssen alle Institute auf diese neuen Perspektiven umgestellt haben. Und gerade in den großen Verbänden, also im Sparkassenfinanzsektor und auch bei den Genossenschaftsbanken läuft gerade die Umstellung auf diese neuen Risikotragfähigkeitsperspektiven. Die sind da in den finalen Zügen und werden auch Ende des Jahres, Anfang 24 damit auch fertig sein und umgestellt haben. Und dann wird sich die Aufsicht in 24 ganz stark dann auf den ICAP, auf die Risikotragfähigkeit und die neuen Ansätze in den Prüfungen konzentrieren und da wieder vermerkt dann in der Prüfung einsteigen. Also da sollten sich gerade die Regionalbanken ganz stark darauf einstellen, dass ICAP-Prüfungen in 24 doch vermehrt jetzt wieder angesetzt werden. Vielleicht ganz kurz an der Stelle, Florian, nur ein Hinweis. Wir haben ja dazu auch vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube auch mit euch beiden, ne? Mit Ulf und Florian, ganz spannenden Podcast gemacht. Ist mir gerade eingefallen. Also wen es interessiert, der kann da auch gerne noch mal ein bisschen zurückscrollen in den Episoden und die Folge zu der Risikotragfähigkeit sich anhören. Ja, richtig, genau. Weiterhin wird aber auch das Zinsänderungsrisiko noch prüfungsrelevant sein und auch dort werden gezielte Prüfungen stattfinden. Man sieht schon bei einigen Häusern, dass sie mit der Berechnung nach BFH 3, das ist ein sehr spezielles Fachthema, da will ich jetzt gar nicht gezielt drauf eingehen, aber da merkt man im Jahresabschluss, inwieweit halt die Zinsbuchsteuerung eines Hauses funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn die Aufsicht mitbekommt, dass da die Häuser Probleme auch bekommen oder haben, dass sie dann auch gezielt diese prüft und das wird sich weiterhin auch in 24 verlagern. Im Kreditgeschäft werden es weiterhin klassische Kreditprüfungen sein, wo die Kreditprozesse, die Vergabestandards, aber auch die Überwachung und die Kreditaktenprüfung im Fokus stehen werden.
Da hat die EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe und Überwachung zu einigen Änderungen geführt. Die wurde ist der europäischen Vorgabe, die jetzt mit der 7. MR-Risk-Novelle umgesetzt worden ist oder umzusetzen ist, jetzt bis zum 01.01.24 und auch zu einigen Änderungen geführt hat, gerade was auch so Sicherheiten, Kreditvergabestandards und Überwachung angeht, wird da stark im Fokus stehen und auch gezielt dann geprüft werden. Weiterhin ist aber auch der Fokus auf Werthaltigkeitsaspekte, also gerade bei den Paarprüfungen, das sind Prüfungen der aufsichtlichen angemessenen Risikovorsorge. Hier wird gezielt insbesondere die Kapitaldienstfähigkeit, aber auch die Bewertung von Sicherheiten und Ähnliches hinterfragt. Wichtig ist da abzugrenzen, hier geht es um eine aufsichtliche Beurteilung und nicht eine handelsrechtliche. Da tun sich häufig die Institute auch schwer, das miteinander abzugrenzen, zu vergleichen. Der Fokus ist häufig eher auf der handelsrechtlichen Beurteilung, weil das halt auch Auswirkungen direkt auf den Jahresabschluss hat und auch regelmäßig halt mit dem Jahresabschlussprüfer diskutiert wird, wie ist da die Bewertung der Kredite, die Risikovorsorge und häufig gar nicht so stark der Fokus auf der aufsichtlichen Risikovorsorge. Deswegen haben wir halt in den letzten Jahren auch verstärkt gravierende Feststellungen in dem Bereich bemerkt oder mitbekommen und sind da auch mit dann in den Abarbeitungsprojekten drin. Das sollte man nicht unterschätzen, diese Paarprüfung, und da wird auch, denke ich, gerade im Kreditgeschäft die nächsten Jahre weiterhin der Fokus drauf sein. Und wie Ulf schon auch eingangs erwähnt hat, bei den IT-Risiken gibt es ja die BIT-Prüfungen, die auch weiter ausgeweitet werden. Und das hat die Aufsicht auch selber ganz klar gesehen. Sie hat einen Fokus auf IT- und Cyber-Risiken, wird das enger verfolgen, hat dafür Kompetenzzentren aufgebaut und hat ja auch selber nicht die IT- oder die BIT-Prüfung jetzt mit ausgeschrieben, sondern wird selber weiterhin mit den Bundesbankprüfern selber dort die Prüfung vornehmen und sieht das als ihr Thema an. Und denke ich, da wird auch gerade in den Regionalbanken in den nächsten Jahren auch nochmal eine Zunahme an IT-Prüfungen stattfinden und auch gerade dort an den Verbundpartnern, dass die auch gezielt immer wieder dann Besuch durch die Aufsicht bekommen. Vielleicht dazu noch eine Ergänzung, Jan, was du auch gerade ansprachst, das gibt es ja auch noch einen Podcast. Insgesamt die Umsetzung der 7. MR-Risk-Novelle ist natürlich gerade schon angeklungen im Bereich Kredit. Auch alle anderen Änderungen sind natürlich dann ab nächstes Jahr auf jeden Fall im Fokus dann auch der Aufsicht bei Prüfungen. Schlagworte wie ESG und Immobiliengeschäft natürlich dabei, aber auch die Kleinigkeiten, die aber auch Arbeit machen. Also das als Abrundung nochmal und sozusagen der Bogen nach oben, die Anforderungen steigen und die 7. Novelle in Gänze wird also auch nächstes Jahr halt Prüfungsgegenstand sein. Das macht irgendwie Spaß mit euch, weil man kann so gut auf die anderen Podcasts mit euch verweisen. Es greift sozusagen super ineinander. Vielleicht abschließend noch eine Frage für den Podcast heute. Wie können sich denn Institute auf so eine umfangreiche Sonderprüfung vorbereiten und was bietet denn ZTB dazu an? Ja, gerne. Also wir unterstützen in allen drei genannten Phasen, die wir hatten, angefangen von der Vorbereitungsphase, dass wir unterstützen bei der Zusammenstellung der Unterlagen, die auch nochmal sichten, auch nochmal querlesen, oftmals ja von verschiedensten Leuten auch geschrieben, passt das alles zusammen, sind die konsistent, sind sie auch aktuell an der Stelle. Wie gesagt, das ist ja so die erste Visitenkarte, die ich abgebe, dass man das also mit entsprechend auch den Häusern noch einmal durchschaut. Dann in dieser zweiten Vorbereitungsphase bieten wir an auch dann Trainings für die Interviews. Also wie fragt ein Bundesbankprüfer, wie reagiere ich dann da drauf? Also das wird für uns dann auch dann mit denen, die dann in die Gespräche gehen sollen, auch trainiert. Wir sind sozusagen dann auf der Prüfungsseite, stellen dann auch dann die Fragen dann dort, die auch immer tiefer gehen, auch durchaus mal knackig sind, geben hinterher Feedback. Da zeigt die Erfahrung, dass es, glaube ich, ganz hilfreich ist, denn man hat einfach, wie gesagt, wenig Erfahrungswerte, wie so Prüfungen halt ablaufen und wie welche Fragen gestellt werden. Wir begleiten auch dann die Phase der Prüfung selber, jetzt ein bisschen im Hintergrund mit der Prüfungsorganisation, mit der Einwertung von Fragen, mit der Aufbereitung von Unterlagen. Also unter sozusagen als Support dann auch der entsprechenden Institute und auch die Nachphase können wir begleiten, indem wir halt unterstützen bei der Abarbeitung. Das kann sein, wirklich, dass wir selber halt mitentwickeln und mit umsetzen oder als Qualitätssicherung und dann sicherstellen, dass es aufsichtskonform hinterher umgesetzt worden ist und auch den Dialog mit der Aufsicht, der dann halt anzustreben ist, dann auch damit unterstützen. Also in allen drei Phasen wären wir Ansprechpartner für die Häuser und können dort, glaube ich, auch dann über die Jahre auch zeigen, dass wir dann dort auch, sehr gut vorbereitet und auch begleitet haben. Übrigens noch ein Hinweis, wo wir eben auch bei Werbung waren, wer das Ganze nachlesen möchte übrigens, das Ganze ist gerade auch erschienen im Banking Hub von ZDB. Das wird eine Reihe sein von vier Artikeln, der erste ist gerade raus.
Wir werden das nochmal sozusagen weitertreiben auf die einzelnen auch Themengebiete. Also nicht nur hören, sondern auch lesen ist möglich, dass wir hier nochmal dann sozusagen etwas tiefer einsteigen, was alles dann so Gegenstand einer Prüfung ist. Also vielen lieben Dank. Wir sind am Ende mit dem Podcast. Vielen lieben Dank für den tollen Überblick und auch an vielen Stellen den doch auch tieferen, detaillierteren Einblick in eine Sonderprüfung. War für mich persönlich sehr aufschlussreich. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Ulf und Florian. Wir danken auch. Sehr gerne, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich bis demnächst. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, Regulatorik-Themen gibt es zu Genüge. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Podcast und zu dem Thema per Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.